So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Controller muss aus, da habe ich nämlich was verpasst. Der Stream leckt noch 5 Minuten. Also von daher alles entspannt. So, wollen wir mal. Raus. Wunderbar. Erstmal herzlich willkommen. Und ja, solche Sachen. Zu Dingsbums. Die Burschen spielen Stardew Valley. Folgendermaßen. Es gab ein kleines Problem. So, müssen wir mal schauen. Das klären wir alles mal im Stream. Auf jeden Fall seid gegrüßt, ihr Lieben. Folgendermaßen, und zwar gibt es jetzt, der Kai ist mit einem neuen Charakter reingekommen. Und die Svetlana, beziehungsweise der Psi, hat das Spiel komplett sein gelassen. Das bedeutet, ich musste die Leute löschen. Und das muss ich mit einem Editor, mit einer Editor-Datei machen. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Das Problem allerdings ist, ich habe dadurch aus Versehen, aus Unachtsamkeit, einen Spielstand versaut. Deswegen sind wir hier ein paar Tage zurück. Sprich, wir sind nicht mehr ganz auf dem Stand, den wir gestern beendet hatten. Von daher, jo. Der Moon würde gerne von vorne anfangen. Ohne Cheaten und so ein Kram und so weiter und so fort. Ich weiß halt nicht so ganz genau, warum der permanent mit Codes arbeitet. Ohne sich von vornherein sein gelassen hat. Ich bin auch nicht so ein Fan, jetzt nochmal von vorne anzufangen, weil wir doch recht viel erreicht haben. Und so viel Kohle haben wir jetzt auch nicht durch Bugglitches und alles ausgenommen. Von daher würde ich trotzdem aber gerne nochmal den Carlo mal fragen, wie der das so sieht, aber der hat sich heute noch nicht gemeldet, von daher hält sich das alles so ein bisschen in Grenzen. Vor allem gucke ich auch einfach mal, wer heute alles reinkommt. Hallo, es ist gerade Brombeerzeit, die Büsche sind voll mit ihnen, ich würde gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Kopf verloren, kannst du helfen? Linus, wunderbar. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, heute im Laufe des Tages haben mich mal wieder welche angeschrieben, weil sie Bock auf Stardew Valley hatten. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du das mal? Die Frage ist jetzt nur, wer kommt denn am Endeffekt jetzt doch noch rein? Muss halt gucken. Der Dukai müsstest eigentlich beitreten können, ohne Probleme. Ansonsten
müssten wir halt mal schauen, ob alle wirklich mit einverstanden sind. Ich persönlich bin ja eigentlich dagegen. Dafür haben wir wirklich zu viel gespielt. Und jetzt nochmal von vorne anfangen, nur weil du halt mal mit einem normalen Nickname reinhauen möchtest, bin ich mir nicht so ganz sicher. Also jetzt nochmal hier an den lieben Kai. Ist das der Kopf vom Linus? Das sieht so aus. Ich guck mal. Könnte natürlich sein, das wäre super. Ja, ist offen. Das bedeutet, wenn der Zatjan hat Bock, wenn er online kommt, in Steam kann ich dich auch einladen. Ja, Kai, du kannst beitreten, wenn du möchtest. Der Carlo ist noch unterwegs. Von daher. Ja. So ist es, Leute, ne? So, bringe ich Linus den Korb mal und dann ist er auch glücklich. Brombeeren kann ich wachsen. Ja, 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 passt. Und ich kann jedem wieder noch ein Geschenk machen. Das ist ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob die auf Pilze und auf Brombeeren stehen. Naja, gucken wir mal. Die Apps-Musik ist eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ah, da ist schon mal die Lea. Bitteschön. Wie wär's? Hast du Bock? Bitteschön. So, jetzt du noch. Bitteschön. So, die Penny kriegt noch eins. Wunderbar. Jetzt will ich nochmal bei den Mädels gucken. So, das ist eine Beere, die ist müllmäßig. Ich bin mal gespannt. Heute wollten irgendwie alle Lust, haben halt Lust, aber so richtig guckt da halt jetzt keiner gerade rein. Bitteschön. Okay, mit Harley kann ich noch nichts machen. Stimmt, ich habe nur ein Herzchen bei ihr, nicht zwei. Na gut, dann ist das so. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was wir... Achso, Linus suche ich, ja. Was hast du zu sagen, Dr. Harvey? Wir verkaufen in der Klinik auch ein wenig Medizin direkt am Schalter. Schau also ruhig vorbei, wenn du erschöpft bist. Ich weiß, dass die Hofarbeit ziemlich ermüdend ist. Übertreib's nicht. Alles klar, Doktor. Man sollte immer machen, was der Arzt sagt. Der weiß schon, was er tut. Von daher. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Muss ich mal gucken, wo der Linus sonst immer so ein bisschen rumhängt. So, Carolyn, du hast von mir jetzt auch noch nichts bekommen. Nein, 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 nein. oh, Rubin, Harley. Wo findet man denn einen Rubin? So, das Laggen des Streams sollte übrigens jetzt schon längst gegessen sein. Ich hatte nämlich eben noch den Stream von gestern runtergeladen, wollte den auf YouTube uploaden. Och Mann, ich weiß nicht, was die Maru mag. Kein Wunder, dass ich bei der irgendwie die ganze Zeit verkacke. Och. Na gut, da kann man nichts machen. Da kann man echt nichts machen. Na gut, ist ja kein Thema. Spiel geht noch lange genug. Von daher, hoffentlich bauen die Herzen sich mit der Zeit nicht ab. Alles klar, bitteschön, Demetrius. Die Frage ist, wo ist jetzt dieser blöde Linus? Linus, wo bist du? Du suchst einen Bärenkorb. Ich hab den im Inventar. Da. Bist du am Spannen? Mein Korb, danke dir, es bedeutet mir viel. Super. Okay, warum wurde das jetzt...
Warum habe ich die Kohle nicht bekommen? Warum konnte ich das jetzt nicht beenden? Ja, ich weiß nicht, ob das so der Fall ist. Hey, grüß dich, Zetion. Ja, wie gesagt, wenn du in Steam online bist, dann kann ich dir einen Invite schicken. Ich hoffe, ich habe den nicht versaut, den Spielstand, weil ich heute in der Datei viel rumgearbeitet habe. Und von daher ist es immer schwierig. Linus hab ich. Jo, das passt. Gut. Ich habe in der letzten Aufnahme gesehen, ihr hättet ja mal im Dingsbums im Stream was sagen können, dass ich doch relativ leise bin. Und dementsprechend hättet ihr mal sagen können, dass die anderen im Gegensatz zu mir zu laut sind. Ja. Alles klar, Kai, was das angeht, ja, muss ich halt mal gucken. Jo, Kai kann also keine Quests annehmen, weil ich ihn manuell rausgelöscht habe. Da ist jetzt die Frage, ob das für den Zetion auch gilt. Das wäre dann natürlich ein bisschen doof. Und von daher müsste man dann selbst nochmal schauen. Ich werde heute auch nicht so lange machen. Also wirklich, habe ich ja zwar gestern gesagt, aber so ist das. Ah, ich brauche ein bisschen Luftzirkulation. Das ist auch nervig. Obwohl, es geht eigentlich, wenn das Fenster offen ist. Soll ich meine Weste noch anziehen? Jo, das läuft alles ganz gut. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, da nochmal von vorne anzufangen, weil wir doch schon sehr viel gemacht haben. Die Frage ist, ob der, hat der Saber. Also wenn der Saber, also der Carlo, sagt, das ist okay, dass wir nochmal von vorne anfangen, dann ist das in Ordnung. Ansonsten, ja, mal gucken. Vor allem auch die, müssten wir die Zuschauer nochmal diesbezüglich anfragen. Die Frage ist halt nur, wie viele Leute kommen heute halt rein. Also wenn jetzt nicht ganz so viele reinkommen und wir dann nur zu zweit oder zu dritt Stardew Valley spielen, dann würde ich ganz gerne auch mal ein anderes Spiel heute mal einmal spielen, um mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Und dann könnten wir vielleicht diese Frage nochmal klären, wie wir jetzt mit dieser aktuellen Farm umgehen. Und da kannst du natürlich dein Problem nochmal vielleicht in schriftlicher Form in Discord-Channel schildern, lieber Kai. Ja, wir sollten gleich erstmal schlafen gehen. So, ja gut. Warum braucht der denn so lange, um zu gießen? Ich habe so das Gefühl, dass die Gießkanne nicht ganz so geil ist. Ich glaube, dem Carlo wird das nicht so ganz gefallen, wenn wir jetzt die Farm neu anfangen, weil er ja schon sehr, sehr viel geangelt hat und sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Von daher, kann ich mir gut vorstellen, dass der angefressen ist.
So, dann lege ich mich mal auch ins Bett für den nächsten Tag. Nee, wie Kohle haben wir gemacht. Zetion, du musst mir nochmal Bescheid geben, ob du Quests machen kannst und allem drum und dran. Oder ob du zum Beispiel auch das gleiche Problem hast wie Sky. So, was haben wir hier? Hi, Graf Wallner. Ich habe in einer Woche halten wir das Stardew Valley Volksfest ab. Also ich habe eine Quest, also schau sofort nach. Also okay. Wenn du eine Quest hast, dann ist das okay. Ich weiß nicht, warum der Sky da jetzt dieses Problem hat. Wenn es dann halt wirklich nur diese paar Quests sind, die der Kai sagt, dann ist das halt nicht so tragisch. Wenn es jetzt generell keine Quests sind, dann ist das natürlich doof. Es ist die größte Veranstaltung des Jahres, die Leute vom ganzen Land her in unser bescheidenes Städtchen lockt. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren, wenn du willst. Bring einfach dazu 9 Gegenstände mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst für die Qualität und Vielfältigkeit deiner Auslage bewertet. Das Fest beginnt um 9 Uhr, verpasse es nicht. 9 Gegenstände? What? Na gut. Der trinkt aber ganz schön viel. Ich habe dir gestern Abend die Wasser doch erst gefüllt, mein Freund. Na gut. Na gut, Kai. Also der Hund. So, erstmal. Sind die Pflanzen gegossen? Nein, sind sie nicht. Das ist okay. Preiselbeere. Ah, super. Ich habe die ganze Zeit jetzt diese Sonic-Soundtracks im Kopf. Das ist nicht so super. Das ist nicht ganz so geil. Also klar, natürlich schön, immer so einen kleinen Ohrwurm zu haben. Aber das lenkt einen so ein bisschen ab. Ziehe für euch mal die Weste an. Dann erkennt ihr es auch. Ich hatte einfach mal wieder Bock, das Ding anzuziehen. Ich habe es mir ja nicht umsonst gekauft, damit es in meinem Schrank rumgammelt. Von daher. So, aber irgendwie ist der Gürtel nicht richtig. Ich muss noch ein bisschen um die Wampe gedreht werden. Und dann passt das. Jetzt passt's. Super. Kuhvergnügen. Bring Mani ein Bündel Amaranth. Ja, was ist denn ein Bündel? Das wäre die Sache. So, die Abigail gibt mir 3 Herzen. Die Emily auch. Lea, Penny, Demetrius hat jetzt auch 2 Herzen. Das ist super. Gut. Dann will ich noch mal in. Grüß dich, Marco. Ah, Amaranth ist. Was eigentlich komisch ist, normalerweise im echten Leben ist Amaranth ein Mineral. Dass man das anpflanzen muss. Na, okay. Na gut. Wenn ich das kaufen muss. Das ist ein dummes. Och Mann, was. Oh, die ist ganz schön eitel, die da Truller. Echt, echt jetzt. So. Was soll ich damit. Oh, Rommeln will keiner haben.
Senfkohl, Süßkartoffelpreiselbeere, Weizen, Sonnenblumen, Amaranth. Weintrauben habe ich. Amaranth. Feensaat. Na komm, kann man ruhig mal mitnehmen. Na gut. Brombeeren verschenke ich vielleicht nicht so nicht so viel. Weil das von den Mädels vielleicht nicht ganz so gut gemacht wird. Also, das ist mein Google dazu. Amaranth, auch Fuchsschwanz genannt. Manchmal auch Amaranth geschrieben. Es ist eine Pflanzengattung. Okay, ich meine allerdings, es gibt auch ein Gewächs, das Amaranth heißt. Nicht Gewächs, sondern Dingsbums. Wie heißt, sondern auch Mineral. Naja gut, gucken wir mal. So, wir müssen halt mal schauen, wie stark deine Einbußen jetzt sind, Kai. Von wegen Quests und so ein Kram. Wenn du jetzt gar keine Quests mehr machen kannst, dann finde ich einen Neuanfang schon in Ordnung. Wenn du jetzt allerdings für die Quest neu einsteigen musst, einfach nur und sagen kannst, okay, ich kann diese paar Quests jetzt halt dann nicht mehr machen, weil wir die schon gemacht haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, musst du halt damit leben. So ist es einfach, wenn man Namen hat, um irgendwelche Item-Codes zu benutzen. Da muss man dann auch irgendwann sagen, okay. Entschuldigung, Abigail. An den meisten Tagen versuche ich... Ja, stimmt. Amethyst. Habe ich Amaranth und Amethyst miteinander verwechselt? Das wäre natürlich möglich. Bin ja nicht perfekt, was das angeht. Durchaus nicht. Naja, gut. Kriegen wir schon hin. Kai hat gemeint, er kann bis 11 heute. Das ist ganz cool. Ist heute wieder ein neuer Tag. Oder nicht? Wir haben alle ein Geschenk bekommen. Na gut. Ja, mein Skill ist eigentlich ganz gut, was Sammeln angeht. Beim Fischen bin ich nicht ganz so gut. Die Frage ist, was brauchen wir? Ich muss gleich mal gucken, was wirklich eigentlich gebraucht werden muss. Vor allem finde ich es schade, dass der Saba sich noch nicht gemeldet bzw. abgemeldet hat. Es fehlt mir so ein bisschen. La 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 la. Ist halt nur die Quest, die ich nicht mehr. Ah, ich kann halt nur die Quest nicht mehr machen, die ich schon gemacht habe. Ja gut, aber dann ist es jetzt nicht so tragisch, ne? Dann ist es jetzt wirklich nur so ein, ich sag's mal so, dann ist es jetzt wirklich nur hier so ein Tropfengepimmel. Und da ist halt die Frage, wollen wir nur deswegen wirklich nochmal neu anfangen? Jetzt so vom Fortschritt heraus gesehen, wirklich, finde ich, muss jetzt nicht sein. Wenn du jetzt allerdings gesagt hättest, du kannst jetzt gar keine Quest mehr machen, ja, dann würde ich sagen, okay, dann ist es ein Argumentationsgrund. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass du die paar Quests nicht mehr machen kannst, die du mit deinem anderen Account gemacht hast, dann gibt es da kein Verständnis. Da musst du jetzt einfach mit der Konsequenz leben. Da musst du mit der Konsequenz leben, mein Lieber. So, ich bin gerade dabei, die ganzen Kupfersachen nochmal zu bergen. Vielleicht mache ich nochmal am nächsten Tag, also am Mittwoch, da ist ja sowieso Ruhetag. Das bedeutet, da kann ich ja jetzt auch nicht so viel mit Dingsbums machen. Mit
mit Pflanzsachen und so ein Kram. Dass ich vielleicht sage, okay, ich gehe doch nochmal in die Mine und guck mal, was ich da so machen kann. Obwohl wir eigentlich recht viel und genug von dem ganzen Kram haben. So, die Abigail mag Blumen. Ich muss dringend Blumen sammeln, aber im Herbst gibt es die nicht. Ich würde das nämlich schon gerne den Mädels irgendwie zukommen lassen. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich auch mal jetzt die Angel mitnehmen. Platz haben wir jetzt genug. Mir fehlt der Gesprächsstoff, Leute. Sag Bescheid, wenn du ins Bett gehst. Achso, du bist ja nicht im... Du bist ja nicht im Dingsbums. Oh ja, Zeitungsmüll. Ist immer super. Och, komm schon. Warum nur Müll? Grüß dich, Justin. Ey, wenn ich jetzt nur noch Müll sammle hier, dann ist aber echt Schicht im Schacht. Oh, es ist doch unglaublich. Müll. 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 So. Bist im Bett, alles klar, jetzt müssen wir warten, bis der Ghostfly da irgendwie ins Bett geht. Ah, super, perfekt. So, wie gesagt, unsere Svetlana, beziehungsweise der andere, der Psi, der hat jetzt komplett abgesagt. Sonnenblume! Sonnenblume, Sonnenblume, Sonnenblume! Ah, wie geil ist das denn? Ah, ich verstehe. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ah, da ist jemand schon am Gießen. Perfekt. Gut, ich wollte ja heute in die Mine gehen. Oh, die Sonnenblume schenke ich der HW. Dass ich endlich bei der Trollermaß das zweite Herz krieg. Bei der Harley, nicht bei der HW. Komm schon, Fisch. Du. Moin. Guten, was geht? Ach, also für die Zuschauer, die zuhören, ihr müsst mir bitte, bitte wirklich dringend sagen, ob auch alle Stimmlautstärken in Ordnung sind. Ich habe mir heute den Stream nochmal angeguckt, weil der gerade nämlich eben auf YouTube geladen wurde von gestern und habe gemerkt, dass zwar die Stimmlautstärke soweit okay ist, aber ich im Vergleich zu den anderen ultra leise bin. Und ich höre das selbst nicht, ne? Mein Mikrofon verstärkt natürlich die Sachen und ich höre ja meine eigene Stimme übers Mischpult halt selbst auf meinen Kopfhörern. Und von daher höre ich halt nicht, den Sound höre ich nicht genauso, wie er bei euch auftritt. Und wenn ich mal zu leise bin, müsst ihr das Bescheid geben, weil bei einem Together sollten alle Stimmen schon einigermaßen einen gleichen Geräuschpegel besitzen. Das finde ich bei diesen Serienbots auf YouTube auch immer so grausam, wenn sie irgendwelche Family Guy Compilations oder so für 10 Minuten zusammentun und dann ist die Szene 1 ultra laut und die Szene 2 ultra leise. Ey, da kriegst du doch einen Krampf in beiden Arschbacken. Und wie sollst du dann in Ruhe kacken? Ey? Wenn du nicht in Ruhe kacken kannst, bist du sauer. Und wenn du angefressen bist, dann klappt es auch mit der Harley nicht. Entschuldigung, aber es war einfach so. Auf jeden Fall, grüß dich mal lieber. Bester Vergleich. das ist der Zation. Der ist für den Graf Foot, wie er sich in Steam nennt, oder den Graf Honig, wie er sich in Discord nennt, oder den Psycho eingetreten. Der hat gesagt, ihm gefällt Stardew Valley nicht.
Und dem, daher will er das Spiel zurückgeben. Und dementsprechend hat er auch gesagt, braucht er jetzt auch nicht bei uns auf der Farm hier mitspielen. Das bedeutet, wie man hier sieht, das ist der neue Kai, den habe ich manuell runtergelöscht. Der wollte jetzt wieder hochkommen und diese ganzen Cheatcodes nicht mehr benutzen. Das hat er jetzt mit einem anderen Code ersetzt und holt jetzt rum. Die Svetlana war jetzt, ist jetzt mit dem Zation irgendwie drin. Aber du kannst dich gerne mal ein bisschen vorstellen, dann kann ich auch mal ein bisschen die Fresse halten. Ah, kein Problem. Also in dem Falle, ich bin Session. Ein bisschen einfacher gesagt. Bin selber eigentlich auch ein Streamer, wenn ich mal Zeit dafür habe. Das ist bei mir eher eine schwierige Sache. Ne? Ansonsten, ja, ich bin jetzt dafür eingetreten. Ich kenne Graf Wallner eigentlich nur durchs... Über Vampire's Dawn haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Kennengelernt über den Server, ne? Genau. Ja, dann haben wir mal ein bisschen gequatscht, ein bisschen gesagt, okay, ja, guck ich mal rein. Und dann hat er gemerkt, scheiße, er hat Bock auf Stardew Valley. Und das ist alles nur, weil es hier läuft. Jo. So, jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Saber. Dann sind wir eigentlich voll. Auf den Carlo mal nicht. Ja, der Kai spielt zwar mit, aber der scheint, was Discord angeht, vielleicht ein bisschen, den haben wir vielleicht ein bisschen verschreckt. Seinen ganzen Cheatcodes. Tut mir natürlich ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen, wie gesagt, mit Codern oder Leuten, die sich durch Bugs immer einen Vorteil erhaschen, habe ich nur begrenzt Mitleid. Mit dem Zwinkern. Aber da es jetzt nicht so tragisch ist, weil es ja die gesamte Farm so ein bisschen gepusht hat, war es okay. Aber es ist natürlich kein Dauerzustand. So, ich wollte ja eigentlich den Mädels irgendwas schenken. Und in die Mine wollte ich gehen. Das habe ich jetzt schon wieder total vergessen. Naja, auf jeden Fall gucken wir mal, wer heute überhaupt alles reinkommt. Und wie und wann. Ja, wenn der Kai bis 11 Uhr Zeit hat, könnten wir eigentlich auch bis 11 Uhr streamen. Von daher. Wir haben ja schon 9. Da ist nichts passiert. Der Kai hat sich einfach nur umentschieden und wollte mit einem neuen Namen der Farm beitreten. Und da musste ich sowieso Charaktere aus der Farm löschen, weil das geht nicht so einfach. Das musste dann. Das ist ein bisschen aufwendiger hier. Und da habe ich den anderen gleich mal angeschrieben, habe gesagt, wie ist es mit dir? Und er hat gesagt, nee, hau mich raus, gib den Platz frei. Und da konnte ich eigentlich alles mit einer Klappe schlagen. Jo. Carolyn ist mir eigentlich relativ wumpe. Und von daher ist es alles gut, Justin. Es ist alles wunderbar. So, jetzt will ich mal gucken, ob die Mädels zu Hause sind. Aha. Hey, ich will dich etwas fragen. Denkst du, die Ladies mögen meine Frisur? Ah, passt schon. Ja, ich weiß, deswegen trage ich die so. Du bist so ein eitles Arschloch. So eine Drecksau. Oh, das mag ich am liebsten. Oh, die mag Sonnenblumen. Hat die mir jetzt direkt ein Herz gegeben? Alter. Nee, doch nicht. Aber die hat mir eine... Ah. Wie selbstverliebt muss man denn sein? Das ist der Wahnsinn. So ein kleines, dreckiges Arschloch. Dieser kleine Halunke. Okay, das kann ich spenden, das ist super. Der Rest ist Müll. Warum hast du nicht das zweite genommen? Ja, woher wusste ich das, dass der mit so einer Antwort daherkommt? Dieser kotverschmierte Mongoloid. Meine Fresse hier. So, du hast den Strand schon abgegrast. Okay. Also ich war noch nicht dort, ich war die ganze Zeit im Wald heute. Achso, das war der andere, der sich nicht mehr traut, mit uns zu schwätzen. Gut, wenn der Carlo nicht da ist, Pech gehabt. Hallo, Penny. Danke dir, das sieht speziell aus. Oh, die freut sich über eine Blume. Das ist super. So, jetzt hol ich nur noch die... Warte mal, die Emily habe ich doch. Oh, der ist verschlossen. Ich wollte eigentlich in die Mine, habe ich verkackt.
Alles gut. Ja, passt schon. So, Gunther. Ich will dem Museum noch was spenden. Aber wir sind ziemlich weit gekommen. Also guck mal, was der Gunther schon alles hat. Wir haben eine neue Belohnung. Das bedeutet, ihr geht jetzt, könnt jetzt demnächst... Alter, großer Futanbär. Ach du Scheiße. Und singender Stein. Lässt einen puren Ton ertönen, wenn er geschlagen wird. Ach du Scheiße. Zaltion geht heute früher ins Bett. Warum gehst du früher? Ich brauche ein bisschen Energie. Ich habe gerade den ganzen Tag Bäume gepflückt. Achso, okay. Wo hast du nur Bäume gehackt? Im Wald. Achso, okay. Also der Wald ist tatsächlich dafür da, dass du die Bäume zerhackstückeln kannst. Und jedes Mal, ja, die regenerieren sich von alleine an denselben Ort. Die Frage ist, welcher Wald? Der unterhalb von unserem... Ah, okay. Okay. Also muss ich jetzt hier manuell keine Bäume bauen, auf der Farm pflanzen, um Holz zu kriegen? Nee. Ah, okay. Das also, wusste ich nicht! So, wollen wir mal... Dafür bin ich ja da. Bitte? Dafür bin ich ja da. Das ist super. Auch nur eine Angel langsam und gegebenenfalls mal das erste Upgrade von meinem Rucksack. Also das erste Upgrade von deinem Rucksack kannst du dir kaufen. Das kostet ja nur 2000. Ja, nur heute. Und das sollte eigentlich kein Problem sein. Das kannst du dir ruhig mal gönnen. Beim zweiten Upgrade müssen wir halt schon drüber sprechen, weil 10.000 dann doch ein großer Tacken, großes Dingsbums ist. Ja. Brauchst du deine Angel morgen? Wenn nicht, dann nehme ich sie. Hier in der Truhe sind noch Angel, weil der Carlo sich eine bessere Angel gekauft hat. Das bedeutet, wir hatten sowieso eine übrig. Wunderbar. Könntest natürlich auch die Quest beim Willi machen. Ja. Die lasse ich einfach mal drin. Glasscherben, Artefakt. Ich will mal gucken, was die Glasscherben bringen, aber ich glaube, die bringen gar nichts, also oder kaum was. Steck eine Banane in dein Ohr. Kann ich den hier hinstellen? Kann in deinem Haus platziert werden. Okay. Hört ihr das? Ups. Also ein bisschen hört man so. Also ich habe es doch gehört. Nee. Ich habe jetzt schon komplett aus. Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. So, wo wollen wir den Teddy denn mal hinstellen? Alter, mein Haus. Ich brauche unbedingt eine Hauserweiterung. Ja dann. Halt dich ran. Farm fleißig. Dann kannst du dir kaufen. So, morgen hat die... Nee, die Lea nicht. Die Carolyn ist das, glaube ich. Nee, die Judy. Das ist die Judy. Die hat morgen Geburtstag. Und die Abigail hat am 13. Oh, da geht die Alte voll steil, die Abigail. Der Lachs steht schon. Da gibt's keinen Schnacks. Da gibt's Graf harten Lachs. Na komm schon, Fisch. Beiß an. Wir haben ein Date. Nur du, ich und Captain Iglo. Captain Iglo, Seelachsfilet Bordelais. Nur echt mit dem alten Mann. Inklusive Bartha, ne? Auf jeden Fall. Na, geht doch. Steck ne Banane in dein Ohr. Steck ne Banane in dein Lieblingsohr hinein. Oh, wenn ich jetzt nur Müll und Scheiße rausfarme, ey, dann... Normalerweise bekommst du da auch immer nur Müll raus. Du musst schon woanders angeln. Noch. Manchmal kriege ich da auch schon Fische raus. Ja, komm, ist egal. Wir gehen jetzt erstmal pennen. Ey, ich hab Müll für dich. Hier, schenke ich dir. Willst du mich verarschen? Nein, hier schon. Dann kannst du mich mal... Oh Mann! Was will ich mit dem Müll? Schmeiß den in den Mülleimer, du Lümmel. Der bringt sowieso kein Geld. So, Fisch rein. So. Ah, die Cola behalte ich mal. Hier, das ist mein Haus. Ja, ich bin sonst immer der Host gewesen. Schlimm genug, dass sich der Carlo immer zu mir ins Bett legt. Ja, wie gesagt, als normalerweise immer Host ist man es gewohnt, das Haupthaus.
Das ist auch kein Spulettenverein, in dem sich Homo-Pimmel-Piraten die Bälle aneinander reiben. Das ist verdammt nochmal Farmkrieg, Mann. Okay, die Glasscherben haben auch gar nichts gebracht. Die Fische auch nicht so viel wie erwartet, aber gut. Naja, ich würde sagen, wenn wir Fische brauchen, dann sollten wir das im Carlo machen lassen, weil der schon sehr, sehr viel Linksbums hat. Hm. Der hat schon sehr viel Fischskill. Okay, der Kristall ist echt cool. Der macht so viel mehr Spaß, als er sollte. Okay, der kümmert sich immer um die Pflanzen. Das ist ganz gut. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr anpflanzen. Das Feld oben links ein bisschen besser zu machen. Nicht nur mit diesen Teilen hier. Ist ja gut, wow, wow. Machst du super geil. Bist ein braver Kommissar Rex. So, jetzt gehe ich aber in die Mine. Komm, drauf geschissen. Ich hole mir jetzt kein Saatgut oder so. Das könnt ihr euch ein bisschen aufteilen und gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr anbauen. Ich will jetzt erst noch mal in die Mine und noch ein bisschen Kohle und so einen Scheiß sammeln. Obwohl wir eigentlich gucken sollten, dass wir vielleicht mal bald anfangen können und vielleicht einen Kohlebrennofen selbst herstellen. Aber dafür hätte ich gerne lieber einen extra Schuppen, den wir dann in einen Schmiedeschuppen oder so umwandeln. Ist natürlich blöd, wenn wir den Schuppen aus Holz bauen und innen drin alles voller Öfen und Schmiedeöfen machen. Ja, ich habe noch keine Schmiede gesehen von einem Mann des Stahles, der irgendwie in der Holzscheune oder so rumeiert. Das ist nämlich... Das geht schnell. Dann steht er nämlich ohne Dach da. Das Feuer tut dem Schmied natürlich nichts. Der ist ja ganz andere Sachen gewohnt. Maru! Ich habe was für dich! Bitteschön. Wenigstens ist sie nicht abgeneigt davon. So. Die Abigail könnte auch was vertragen. Die Lea. Ach, das mache ich doch gleich. Ich glaube, mit der Blume ist sie ganz glücklich. Ich habe gerade so Bock auf das Spiel. So, ich will mal zu deiner Tochter. Die soll mal aus dem Bett kommen. Hallo. Komm. Wie so ein Creeper, da liegt die noch hinten im Bett. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand zu einem gigantischen Etwas wurde. Meerjungfrau oder so. Bedeutet das irgendwas? Mit einem gigantischen... Du sollst mit deiner linken Hand vielleicht nicht so viel rumspielen. Hier eine Blume. Du hast mir ein Geschenk gebracht. Dankeschön. So. Jetzt machen wir mal die Tür zu. Und jetzt gehe ich in die Mine. Das wird ja sonst nichts. Und trinkt Kohle. Oder kann ich mir das Upgrade holen? Bitte? Dann kann ich mir das erste Upgrade holen. Ja. Für uns, ja? Ja, sollte gehen. So, mit den Brombeeren sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich das mal so anmerken darf. Hast du nämlich immer so ein bisschen was zu spachteln in der Tasche. Und das geht's relativ gratis. Hast du dir jetzt Amaranth geholt als Seeds oder nicht mehr? Ich hab's eingepflanzt, ja. Okay. Bei den großen Sprinklern. Ja. Fick dich, du scheiß Mücke. Ich finde die Mücken, die hier nach einer Weile einfach antanzen, finde ich grausam. Weil es einfach immer mehr werden. Ja, das ist schrecklich ab und zu. Vor allem sind die voll nervig. Ich
meine, die Käfer sind relativ easy. Die sind ja, die jagen dich ja nicht explizit, aber. Warum komme ich jetzt gerade so schnell vorwärts? Bei den Raupen musst du aufpassen, soweit ich das weiß. Wenn du die nämlich zu lange. Wenn du zu lange brauchst, um die zu besiegen, dann verpuppen die sich und dann kommen diese scheiß. Fliegen Dinger da, genau. Bam! Aber mit der Keule ist echt nicht mehr zu spaßen. Ich habe so das Gefühl, die Keule ist richtig gut, wenn du es gut timest. Genau. Ich würde noch ein bisschen was Seed-mäßiges besorgen. Kannst du machen, ja. Damit wir mal auch ein bisschen Artenvielfalt haben, sag ich mal. Weiß ich, Auberginen und Bok Choy hast du, glaube ich, noch nichts eingepflanzt. Stahlkurzschwert. Oh. Muss ich nachher auch nochmal runter in die Mine. Plus 2 Geschwindigkeit 4 bis 8. 9 bis 16. Bist ich bin jetzt bei Stufe Dingsbums. Oh, kann ich hier angeln? Ja, kannst du. Cool. Deswegen wollte ich da noch so. Also ich habe von beiden Sachen 10 mitgenommen, also einmal 10 Auberginen und 10 okay. Mal Chuck. Ich weiß nicht, ob die Brombeeren gut Geld geben, aber ich glaube, da du die hinterhergeschmissen kriegst, ohne Ende geben die fast gar nichts. Nee, tun sie auch nicht. Oh, Weißalge. In der Regel ist es eigentlich bei solchen Spielen immer so, das, was du am meisten oder am schnellsten kriegst, gibt kaum Kohle. Das ist bei Harvest Moon aber auch so. Du kannst du im Sommer Rüben anpflanzen. Da ist das Saatgut saubillig. Und die sind in ein paar Tagen sehr schnell gewachsen und brauchen kaum Beschäftigung oder so. Und von daher ist es eigentlich relativ easy. Aber die geben dafür auch kaum Kohle. Indischer Glaswels. What the fuck? Ich glaube, eine Ebene 20 kann so richtig gut angeln, weil ich glaube, diese Fische dort, die geben richtig. Ja, sind nicht wenig, was die geben. Alter! Das ist, wenn man Angelskill 0 hat. Das ist echt grausam. Der bewegt sich doch gleich wieder. Alter Schwede. Indischer Glaswels. 64 cm. Gold. Geil. Aber ich will eigentlich. Eher ein bisschen Kohle machen. Wollte sagen, du bist doch zum Meinen runter. Ja. Na gut, wir können ja jetzt relativ schnell. Darunter, was das angeht. Meine Ho kann ich auch wieder da lassen. Du. So, die muss ich einfach schnell klatschen. Weil wenn die sich nämlich in Mücken verwandeln, dann ist aber die Kacke am Dampfen. 99 Steine kannst du dir theoretisch, wenn du genug Steine hast, kannst du dir theoretisch ganz viele von diesen Leitern basteln hier. Und dann kannst du eigentlich recht schnell runterkommen. Aber es ist halt die Frage, ob das. Kannst du zwar machen, aber es ist halt die Frage, ob du das willst. Oh, diese Diktas für Arme, ey. Warum? Die nerven. Die haben mich gerade ein bisschen abgefuckt, weil es zwei auf einmal waren und ich wusste das nicht. Ich meine, ich mag die an sich als Gegner ganz gerne, weil die halt auch Kirschbomben droppen können. Aber wenn sie das halt nicht droppen, ist natürlich doof. Ja, Kirschbomben sind lustig. Aber die sind geil. Die Kirschbomben sind super. Ich glaube, mit dem letzten Update haben sie das mit den Fliegen ein bisschen runtergesetzt. Habe ich so das Gefühl. Weil normalerweise, wenn ich so im 20er Bereich bin oder so, dann geht es richtig ab mit diesem Kack. Also es gibt schon Ebenen, wo wirklich nur Fliegen sind. Das ist dann richtig lästig. Ja, ich hatte das gefühlt in den vorherigen Versionen öfters.
Aber da hatte ich auch noch keine Keule, womit ich diese Viecher locker da platt machen kann. Weil bei mir haben sie es nämlich immer geschafft, sich zu verpuppen. Ah, meine Energie hält sich noch in Grenzen. 19.30 Uhr im Spiel ist auch ganz gut. Hey, Konstantin, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Oh, das hat der Krabber aber. Jawoll. Also die Keule ist echt. Die gibt einen Schwinger. Die dicke Keule ist echt meins. So. Oha. Alter, hier gibt's aber echt. Warum bin ich denn erschöpft? Oder was bedeutet das Zeichen da oben links? Ich bin mir gar nicht so sicher. Das ist eigentlich bloß, dass du hier eine Monsterebene hast. Achso. Okay. Ja, habe ich aber schon gesehen. Also hier scheint echt hier gerade ordentlich was am Laufen zu sein. Super, ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Wunderbar. Das ist was für eine Ebene? Ebene 28. Mal gucken, vielleicht erreiche ich noch die Ebene 30. Das wäre super. Bin ich zumindest ein bisschen weiter gekommen. Aber ich möchte natürlich auch das Kupfer hier nicht. Ich werde hier die Ebene noch gar nicht groß begutachten. Ich will einfach nur zur Ebene 30 kommen. Das wäre nämlich doof, wenn ich bei 29 verkacken würde. Ja. So, grüß dich. Carlo ist ja auch wieder da. Super. Jo. Der Kai ist als Neuling nochmal reingekommen. Den habe ich manuell rausgelöscht. Der Psi ist jetzt nicht da. Das bedeutet, wir sind jetzt... Ebene 30, ich habe keine... Oh, das ist doch blöd. So, jetzt schickt aber auch. Ah, ich war Ebene 30 und habe keine Schatztruhe bekommen. Mann, oh, jetzt bin ich traurig. Ich glaube, in der 40. Gut. 35 geht's wieder, ne? Ist immer unterschiedlich. Das stimmt. Spiel aus. Das stimmt. Also es gibt nicht alle fünf Ebenen. Das ist nur, weil du denkst, du fühlst dich damit besser. In der Ebene 20 übrigens, Carlo, kannst du richtig gut angeln. So, ich hoffe, ihr wartet nicht auf mich. Da hatte ich ein Date mit einem indischen Weißwels, einer weißen Alge und Captain Iglo. Mach das! Ich habe mich vor dem Stream geduscht. Sonst hätte ich auch mein Kostüm nicht angezogen. Ich wollte einfach mal wieder das Kostüm anziehen. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. So, erstmal der Fisch weg. Die Krabben weg. Reissprießen. Pflanze sie im Frühling. Ah, cool. Heute kein Tag hinter einem. Oh, alles klar. Dein. Ach komm, das ist mein Inventar. Mache ich morgen. Alles klar, heute hast du keine Lust auf Stardew Valley. Ist aber okay. Ich habe heute viel geangelt. Graf Fallner hat sich ins Bett gelegt. Was ist das? Lucky. Was ist das? Was macht die? Ist das so eine, ist das so eine Erntefee, die uns irgendwie Glück gibt und alles direkt? Hey. Also bei mir ist so woanders hingeflogen als bei dir.
Fischen, Stufe 1, super. Oh, oh. Wenn du Fische und so einen Kram verkaufst, ja, dann versuch einfach vielleicht nur die Sachen zu verkaufen, die einen Stern haben. Das andere können wir vielleicht für Quests oder so aufheben, weil das nicht ganz so viel Geld gibt. So, hier kommt das Organische hin. Bedeutet das da. Das da. Das da. Schleim. Und hier oben kommen gesammelte Fressalien hin. Weißalge, Kartoffeln, Grünalge. Das hier. So. Okay, hier kommen Mineralien rein. Das hier. Das hier. Kohle. Erz. Hier kommt noch das Holz hin. Wunderbar, den goldenen Fisch. Ey, ihr habt das Geld für meine Angel ausgegeben. Hier ist übrigens Amarant fertig. Das stimmt. Ah, Amarant fertig, okay. Die Sense. Warte. Ah, perfekt. Das kann ich der Mani dann gleich geben. Carlo, wir haben nicht das Geld für deine Angel ausgegeben. Ich musste einen alten Spielstand laden, weil ich den Kai, Kais alten Account runtergehauen habe. Und ich habe hab unsere Svetlana aus dem Spiel gelöscht. Da ist mir aber ein Malheur passiert. Und ich musste den alten Spielstand irgendwie neu laden. Und deswegen sind wir ein paar Tage zurück und haben ein bisschen weniger Geld als ursprünglich geplant. Von daher haben wir das Geld nicht so dringend, nicht wirklich ausgegeben, sondern haben das eher, haben eher ein paar Aktionen einfach zurückgesetzt. War nicht ganz so super, aber es ist ultra schwierig, einfach jemanden, einen Spieler irgendwie manuell hier aus dem Spielstand zu löschen, weil einfach Haus verkaufen und ein neues kaufen und den Spieler so rauslöschen, scheint irgendwie nicht zu klappen, aus was weiß ich für Gründen. Von daher, ja, das tut mir ein bisschen leid. Der Kai wollte auf jeden Fall mal einen Account reinsetzen ohne Cheatcodes oder ohne diese ganzen Schatzkarten. Und ja. Von daher kriegen wir aber wieder hin. Also von daher alles kein Thema. Heute wird es wahrscheinlich bis 11 gehen ungefähr. Hier unten kommt das Saatgut hin. Mhm. Ah, ich habe 5 Geoden. Das ist ganz gut. Kuhvergnügen, Marni. Stimmt. Die alte Schrapnelle. Was geht denn hier ab? Also, das geht ja mal gar nicht. Hier einfach Wildkräuter rumfliegen lassen. So. Wollen wir mal weitermachen hier. Marni, ich schon was für dich. Yo, Alde, was geht? Oh, der Amarant, den ich wollte. Vielen Dank, meine Kühe werden ihn lieben. Super. Na, ich gehe bei der Marni nicht ins Bett. Das riecht mir zu komisch. So, Kuhvergnügen, 500er. Jawohl, siehst du, es läuft doch wieder ganz gut. So, wo sind denn jetzt die Mädels? Den wollte ich ja eigentlich auch noch was geben. Tja, das Cash muss fließen, ne? Hallo, Harley. Du hast Harley die Woche bereits 2 Geschenke gegeben. Okay, das bedeutet, die Abigail ist besänftigt, die Emily. Mani hat 3 Herzen schon. Achso, stimmt ja. Die Lea könnte noch eins verkraften. Warum hat die Robin nur noch ein Herz? Die hat doch 2 Herzen von mir. Ich hatte doch 2 Herzen bei der. Vielleicht hast du nicht mehr lange genug mit ihr geredet. Ah, das baut sich nach einer Weile ab. Oder was? Ja, ja. Das kann sich doch. Kack mir doch ins Hemd, ey. Ah, verlorenes Buch gefunden. Wunderbar. Lecker, eine Joja-Cola. Beschaffe eine Ladung Süßkartoffeln. Pam wird glücklich sein. Wunderbar. Süßkartoffeln haben wir ja.
Ja, definierende Ladung. Eine oder fünf? Ich glaube eine. Muss man in der Quest nachschauen. Ich glaube, da steht auch da dran eine. Beschaffe eine Ladung von Süßkartoffeln. Das war's. Na gut, dann nehme ich an, dass es eine sein wird. Ja, bringe Pam Süßkartoffeln. Das ist dann nur eine. Ich mag die Pam nicht. Ganz im Ernst. Und wieder ein verlorenes Buch gefunden. Ja, wie geilo Milo. Auch online kommen musst du nicht unbedingt. Wir kommen auch so ein bisschen klar. So. Na, ich denke mal, gleich können wir wieder was fett abernten. Ohne mich, Stardew Valley, das gibt's ja wohl nicht. Ja, du warst halt den ganzen Tag noch nicht online. Von daher konnte ich dich noch nicht fragen. Ich hatte dich halt nicht gesehen. Kann mich jetzt auch nicht jedem Mitspieler und jedem Zuschauer irgendwie aufbrummen. Dann habe ich ja den ganzen Tag nur mit Social Media Arbeit zu tun. Und das muss ja dann nicht sein. Warte mal, Pam, wo ist die Alte denn? Die ist entweder hier. Entweder ist die hier? Nee, noch nicht. Oder so ein Wohnwagen. Ich weiß nie, wo die Pam immer rumeiert. Penny? Nein. Hat aber ein Buch auf dem Boden. Feen, Unimos und andere Fable. Ratgeber für Lehrer, zweite Klasse. Alles klar. Tja, deine Tochter macht was. Und was machst du, Pam? Saufen und aussehen wie eine olle Schrapnelle. Ah, Pam, wo bist du denn, du Affenkuh? In der Bibliothek wahrscheinlich nicht. Bezweifle, dass die Alte lesen kann. So, gibt's hier irgendwas? Nein. Das glaube ich übrigens wirklich, dass die Pam nicht lesen kann. Pam, wo bist du? Du kleiner Pommespanzer. Findest du es wirklich nicht? Nö. Wahnsinn, ich habe auch keine Ahnung, wie es passen gerade. Normalerweise ist sie entweder in der Kneipe oder im Wohnwagen. Ich würde ja gerne bei Mülltonnen gucken, aber... Okay, die Emily ist auf der Arbeit. Das ist also alles mit Silber und Goldstein darf ich verticken, hast du gemeint, ne? Genau, Silber und Goldstein kannst du eigentlich verkaufen, die geben am meisten Geld. Da passt das eigentlich ganz gut. Da ist ja die Pam! Keine Ahnung, woher du kommst, aber... Oh, also hast du mein Gesuch gesehen, den Aushang? Ich weiß es wirklich zu schätzen. Alter, das Make-up passt mal gar nicht zu dir. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Wunderbar, immerhin. Lea! Bitteschön, Blume für dich. Jetzt habe ich keine Blumen mehr. Kacke. Kacke, kacke. So, hoffentlich habe ich keine zwei Herzen bei der Pam. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Oh. Haben wir noch eine Süßkartoffel? Ja, wir haben da noch ein paar. Oh, dann gebe ich der Eulen auch noch eine ab. Oh ja, zeig dir ab. Eulen Pam deine Kartoffeln. Sag mal. Habe ich beim Randomizen von meinem Charakter aus versehen einen weiblichen gemacht? Ach du Heilige. Heilige. Naja, dann suchst du ja den. Keine Ahnung. Gibt ja noch genug Jungs, die du hier abgrasen kannst. Also ich habe die Abigail reserviert, die Emily. Die Abigail und die Abigail, die Emily und die Harley so für zwischendurch, fürs Wochenende. Die Lea will der Kai unbedingt haben, die Penny will der Carlo unbedingt haben. Und du kannst den, ja gut, der Linus ist nicht zu haben, schade eigentlich. Aber vielleicht ist der Alex ja dein Typ oder der Elliot. Was mit Haley? Also Haley wolltest du auch noch haben. Na klar, natürlich. Man braucht doch mal ein bisschen, man braucht doch irgendwie, ich versuche immer noch die Emily und die Harley zum Dreier zu überreden.
Aber irgendwie klappt das nicht. Die Harley macht sich ein bisschen. Die Emily ist ganz schön zuwendig, weil die sagt, unsere Schicksale sind miteinander verknüpft. Und die Harley ist irgendwie so ein bisschen am Zieren. Und die Abigail, die kann nur begrenzt gut mit dem Joystick umgehen, aber die kann immerhin mit dem Joystick umgehen. Also von daher ist. Ja, komm, wollen wir mal ernst bleiben. Ja, Energie habe ich jetzt heute nicht so viel verballert. Ich will für morgen noch mal ein paar Sachen mitnehmen. Ist bedient. Die Mani ist bedient. Die Ali ist bedient. Sind eigentlich alle bedient. Das bedeutet, ich muss jetzt keine Blümchen oder so mitnehmen. Oh, wieder verstrahlt. Wer denn da was verkauft? Oh, es ist ja schon. Ist ja schon wieder so spät. Weiß halt nicht. Ich will nicht sagen, das Schwein hat einen Hut auf, aber das Schwein hat was. Ach, das war ja heute. Ich war nicht dort. Habe keine Ahnung, was heute ist oder nicht. Das Schwein ist. Ist das vielleicht was von der Emily? Was denn? Dieser Stand? Ja. Nee, da ist immer einmal in der Woche. Ist da so eine Tusse, die vertickt dir ein paar Sachen. Ich weiß, dass da eine Tussi drin ist. Die sieht so ein bisschen aus wie die Emily, habe ich so das Gefühl. Naja. Naja, naja, naja. Steck eine Banane in dein Ohr. Eigentlich wollte ich heute auch Sonic Generation spielen. Ich hab's gesehen. Ja, ich habe es mal ganz kurz angeguckt, um zu gucken, wie die Performance ist. Weil manche Spiele, gerade wenn die auf Konsolen basieren, die sind nicht gut auf dem PC geportet worden. Und Sonic Generations ist so eins. Das bedeutet, da wird eher über Windows 10 eine Xbox 360 emuliert, um einfach im Codeprogramm nichts ändern zu müssen. Und da kann es dann manchmal passieren, dass OBS oder so ein bisschen, wie heißt's, rumruckelt und so ein Kram, weil die das halt nicht so. Das ist immer so ein bisschen das Problem, gerade bei Konsolenports. Da ist es für viele einfach einfacher, hier mit auf die CD oder in die Spieldatei einen kleinen Emulator reinzubauen. Und bei Sonic Generations ist das halt der Fall gewesen. Und deswegen muss ich das vorher immer prüfen. Das wird bei Horizon Zero Dawn auch wahrscheinlich passieren. Das bedeutet, für die Leute, die mich in Steam stalken, wenn das Spiel aktiv ist, wird es natürlich erstmal ein paar Minuten probiert, wie das mit der Performance ist, ob ich vielleicht das Aufnahmeprogramm ändern muss oder ob ich eine andere Einstellung nehmen muss, bevor es dann zum Stream kommt. Das sollte man immer machen. Ich hatte nämlich auch schon mal das ein oder andere Problem, dass da ein Spiel irgendwie rumgepimmelt hat und dann ging gar nichts und dann sitzt du dann im Stream und hast dann die Panne live dabei. Guten Morgen, lieber Graf Wallner. Ich bin vorbeigekommen, um dich um einen Gefallen zu bitten, weil wir doch so gute Nachbarn sind. Ich möchte meine Ziegen dazu bringen, Hallo zu sagen, aber sie ignorieren mich einfach, weil ich nicht ihren liebsten Leckerbissen habe, nämlich Höhlenkarotten. Und da ich Angst vor der Mine habe, ich dachte, könntest du mir eine Höhlenkarotte mitbringen, falls du die Zeit findest? Kein Stress, aber wenn du eine findest, komm einfach bei meinem Haus zwischen 9 und 17 Uhr vorbei. Du würdest mich damit echt retten. Tschüssi. Ja, kannst du machen. Manis, bitte. Ja, wenn du mal 5 Sekunden gewartet hättest, du alte Hexe, dann hättest du eine Höhlenkarotte haben können. Du Affeneule. Entschuldigung. So, was haben wir denn für einen Brief? Was? Bleiche Brühe? Lieber Nachbar, wenn ich mich nicht um Tiere kümmere, experimentiere ich in der Küche. Weil wir Freunde geworden sind, möchte ich ein paar Rezepte mit dir teilen. Ich hoffe, dieses wird dir schmecken. Bleiche Brühe. Hört sich schon so giftig an. Was haben wir noch für einen Brief? Graf Wollner, ich habe gehört, du hast ein paar Leute in der Stadt geholfen. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein. Ich verleihe dir hiermit den beste Nachbarin-Preis diesen Monats. Mit einer kleinen Geldbelohnung. Mach weiter so, der Bürgermeister. Ah, oh, super. Super, das ist doch mal eine Motivation, wie sie im Buche steht. Tja, ich bin nicht nur Corruptus Interruptus anfassen, aber nicht machen. Da.
habe ich meinen Wortschatz auch so ein bisschen von dem Professor Harald Lesch ein wenig, wie heißt's, übernommen. Naja. Ist aber echt schwierig, seinen Wortschatz zu erweitern. Sag ich ganz ehrlich. Ist das nicht die Farm von der Mani hier unten? Hm? Ja. Die haben so viel Land, was sie nicht benutzt. Warum? Ich glaube, das ist auch der generelle Wald tatsächlich bloß. Ja, der generelle Wald ist hier oben links. Da findest du auch Pilze und so einen Scheiß. Aber dafür brauchst du. Nee, aber auch das ist Waldgebiet. Also das gehört. Achso, okay. Also hier gehört wirklich bloß das Häuschen und das bisschen, was dahinter halt gemappt wurde. Ja, wir kriegen aber ganz gut Geld. Also es läuft doch besser als gedacht. Ja, ich hab gerade Pam noch die Süßkartoffeln in die Fresse gedrückt. Die war da sehr happy drüber. What the fuck? Was ist denn das für ein Ereignis? Oh, du hast die Höhlenkarotte mitgebracht. Vielen Dank, lieber Graf Wallner. Das hat sich schon über 10 Kilometer gerochen, ne? Auf jeden Fall. Sieht super aus. Ich will sie am liebsten fast selber essen. Fast. Ich hoffe, sie hat nicht allzu viele Umstände bereit. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Die habe ich nebenher mir aus dem Arsch gezogen. So, wie viele Herzen habe ich denn jetzt bei der Alten? 3. Ist ja schon fast... zu viel. Ja, 2 brauchtest du halt, um die Boxershorts von dem Bürgermeister bei der Steuererleichterungsbesprechung mit der Mani hier aus dem Schlafzimmer zu holen. Ja, das sind schon lustige Quests teilweise. Ja, die sind schon ein bisschen weird. So, wollen wir mal gucken. Hallo Harley. Es ist zu kalt, um an den Strand zu gehen. Ja, dann... was denkst du, sollte ich heute machen? Mit Wasserfarben malen, entspannen und Zeitschriften lesen. Aufhören, ein egoistischer Jammerlappen zu sein. Mit Wasserfarben malen? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Hat die mir gerade eine Frage gestellt? Ich sollte ihr eine Antwort geben? Du bist nicht gut genug mit Harley befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten, hat aber die Tür offen gelassen und ist einfach rausgegangen. Oh, Harley, ernsthaft. Das Mädchen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort gewesen ist, aber okay. Penny! Oh, ich wollte dich nicht mit der Keule hauen. Die Dinge haben sich geändert, als der Joja-Markt eröffnet hat. Für PS Laden war es wirklich schlecht. Mutter sagt, der Joja-Markt. Mutter mag den Joja-Markt allerdings. Die Preise sind niedrig, also kann sie dort mehr als bei Pierre kaufen. Warum hauen die alle ab mitten im Gespräch? Wieso? Die sind halt sehr unhöflich. Wo laufen die denn alle hin? Oh, die Abigail hat heute Geburtstag. So, dann muss ich mal gucken, ob ich ihr heute ein Geschenk machen kann. Heute ist mein Geburtstag und du gibst mir das? Ist das eine Art Witz? Scheiße. Gleich verkackt. Warum gibt's ja auch eine billige Joja-Cola? Ja, die wollte ja nicht mit meinem Joystick rumspielen. Ich hätte ihr auch einen schönen Arschfick schenken können, aber das wollte sie wahrscheinlich auch nicht haben. Obwohl, wer weiß, das ist ja immerhin die Abigail, Entschuldigung. Jo, heute geht's eigentlich. Also wir hatten jetzt gestern und am Wochenende viel mehr Zuschauer, aber es ist auch unter der Woche. Obwohl in den meisten Ferien aktiv sind. Ach, hätte ich ihr doch irgendwas zu essen geschenkt. Bei der Harley ist das nicht so traurig, ist nicht so schlimm, aber bei der Abigail tut mir das schon ein bisschen weh. Das ist cool, ich mag diesen Kristall. Hi. Hi. So, kann ich ja schon irgendwas abernten? Nein, kann ich nicht. Ist ja gut, Kai. Okay, der hat Wasser, super. Ich glaube, ich sollte mal zum Dingsbums gehen, zum Clint, wenn ich es noch schaffe bis 16 Uhr. Ich glaube aber nicht, um die Geroden mal zu öffnen. Vielleicht finde ich ja noch was von Gunther. Ah, bei mir unten diese eine Truhe, die ich da mal
hingesetzt habe, damit ich mein ganzes Zeug kurz entleeren kann. Wäre auch noch eine Geode, wenn du die mitnehmen magst. Ja, muss mal gucken. Am besten, du kannst ja deine Sachen auch oben ein bisschen in die anderen Truhen reinlegen. Die sind ja einigermaßen geordnet. Ja, klar. In die obere grüne Truhe, die in der Nähe von meinem Haus steht, da ist so ein bisschen das organische Baumaterial drin. Holz, Lehm, Käferschleim und so ein Scheiß. Und in der grauen Truhe sind die Sachen drin, die zum Beispiel mineralischem Ursprung sind. Na, Kohle. Schön, dass wir da Artefakte und so finden, aber die sind so billig. Die geben kaum Kohle. Das ist nervig. Was haben wir denn hier? Schiefer. Zwergischer Helm. Toll. Yay. Bringt mir was? Gar nichts. Der wenigstens was im Mülleimer. Schwitzige Unterhemden. Nee, die will ich nicht. Gut, Kohle war immerhin etwas, was man brauchen kann. Sollte vielleicht mal gucken, was wir hier noch so machen können. Nutzpflanzenqualität. Handwerk, Bündeltier, okay. Bündel Nutzpflanzenherbst. Müssten wir doch eigentlich alles haben, bis auf den Kürbis. Der müsste aber auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Alles klar, hey, auf jeden Fall schön, dich mal rein zu, dich zu sehen. Grüß dich, Frankie Boy. So, mein Lieber, ich gehe am PC auf und schalte dich auf dem Schlafzimmer-TV. Alles klar. Jetzt können wir uns mal so richtig daneben benehmen. Der Mr. Pommes-General, der tut uns zuhören. Auf seinem TV-MV. Da können wir ihm im Schlaf Sachen einreden. So, warte mal. Hallo? Hier, okay. So, Nutzpflanzenherbst. Mais, Aubergine, Süßkartoffel und Kürbis. Mais, Süßkartoffel, Aubergine. Kürbis haben wir noch keinen, ne? Glaube nicht, ne? Okay. Ups. Zwergwels zu einem Bündel gespendet. Wie kann man das denn zu einem Bündel spenden? Ich weiß es nicht. In diesem Gemeinschaftszentrum, was wir doch da haben. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Stimmt, das ist eigentlich ganz gut. Wer hat das eigentlich gemacht? Das war gerade hier, Der Makoto, ich, ne? Ich glaube, das ist keine. Ja, genau, Makoto. Also, der Carlo ist ja jetzt nicht da. Okay, super. Wunderbar. Dann kommen wir hier schon mal weiter. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den Kürbis, dann kann ich nämlich dieses Bündel Dingsbums in der Speisekammer direkt komplett fertig machen. Ja. Ist eigentlich vielleicht nicht verkehrt, da von vornherein zu sagen, okay, da muss man nicht permanent wegen jedem Pups dahin laufen. Das läuft super. Wer hat sich schon ins Bett gelegt? Ich. Okay. Energie war schon komplett leer. Steigert die sich, wenn du dich ins Bett legst, oder steigert die sich auch, wenn du nichts machst? Nee, die steigert sich, wenn ich mich ins Bett lege. Achso. Und noch nicht abgeschafft. Das ist so beim Multiplayer irgendwie. Man könnte eigentlich generell dann ins Bett gehen. Ich meine, ich habe hier jetzt auch aktuell nichts zu tun. Ja. Ja, die beiden Artefakte kann ich eigentlich verkaufen. Mal hoffen, dass sie ein bisschen Geld bringen. Und dann bin ich auch im Bett. Boah, dieser Teddybär. So. Na, der Zwergische Helm gab einen Huni, das war gut. Und der Schiefer gab 85, auch nicht schlecht. Damit kann man leben. Da. Damit kann man leben. Jo. Feenrose. Wie cool. Oh, eine goldene Feenrose. Wie geil ist das denn?
Wunderbar. Okay, das kann weg. Das kann weg. Die andere Feenrose behalte ich mal. Eine alte Legende nach lockt der süße Geruch dieser Blume Feen an. Ah. Weißt du was? Vielleicht hänge ich die Feenrose in den Mädel. Dann sind die auch ganz glücklich. So, Mani, Emily, Lea. Ah, ich kann allen wieder was schenken. Diesmal schenke ich das der Harley. Vielleicht freut die sich richtig darüber. Ansonsten hier ist am Gießen. Das passt. Ich habe zwar keine Ahnung, was die Fee da gemacht hat, aber na gut. Die Fee hat uns die Dinger doch wachsen lassen direkt. Aber wir haben keine Blumen mehr. Das ist blöd. Ich glaube, Blumen kannst du nämlich richtig gut verschenken. Was haben wir hier? Muscheln und so ein Kram. Ich glaube, die Harley mag Muscheln. Haben wir noch ein bisschen was mitgenommen. Ich glaube, ich hätte die Blumen aus dem Dingsbums nicht verkaufen sollen. Im Herbst oder die wir im Frühling gesammelt haben. So, Mädels. Der kleine Graf kommt jetzt an und durchsucht erstmal eure Mülltonnen. Was hat denn eine zerbrochene Brille bei den Mädels im Mülleimer zu suchen? Gar nichts. Okay. Bitteschön. So, du magst die Muschel, das ist gut. Harley, komm raus. Ich wette mit dir, wenn ich ihr die Blume schenke, kriege ich, freut sie sich so sehr, dass die mir direkt ein zweites Herz gibt und dann kann ich in ihr Schlafzimmer rein. Das ist vielleicht nicht ganz so geil. So, dann will ich erst mal zu Abigail. Leg die noch im Bett. Leg mich mal kurz in das Bett deiner Tochter, Pierre. Ah, die sagen Pflanzen gießen. Was hast du dir dabei gedacht? Oh Mann, was will die Abigail denn? Ach, die will Blumen, ich weiß, aber... Oh, Josh, was machst du denn hier? Sorry, das fand die Abigail nicht so geil. Ah, scheiße. Schitte, schitte, schitte. Wenn die Harley mir jetzt schon ein zweites Herz gegeben hätte, dann hätte ich auf die Feenblume geschissen. Und hätte es der Abigail gegeben, aber... Schock für mich, danke dir, bitteschön. So. Und jetzt? Ja, ich hab's gewusst. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Bam! Haha! Eine Deluxe-Kosmetiktasche. Alle möglichen Cremes, Farbe und Puder sind zu sehen. Ach du Scheiße. Es ist ein Mini-Futanbär. Es ist ein leeres Tagebuch. Was die nicht schreibt, ist klar. Fashion Finds. Fotos von den Straßen der Zusumstadt. Harleys Kamera. Es ist verschlossen. Aha. Das ist wahrscheinlich die Dunkelkammer. Im Dunkeln ist gut munkeln. Hallo Mädchen. Na, nichts geht über einen sonnigen Sonntag, um die Laune, um gute Laune zu haben. Ich glaube, Emily, du hast immer gute Laune. Je nachdem. Ich habe zwar keine Ahnung, was für einen Hustensaft du nimmst, aber davon hätte ich auch gern einen Schluck. So, wen habe ich denn jetzt? Mani ist mir relativ wumpe. Emily, Penny, Abigail, Harley. Das läuft ganz gut. Sogar mit der Emily läuft es eigentlich sehr gut. Aber ich glaube, die Emily ist nicht ganz so wählerisch wie die Harley zum Beispiel oder die Abigail. Das ist übel. Wie lange sind wir denn schon im Stream? Schon wieder 1,5 Stunden. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich will unter der Woche wirklich nicht so lange machen. Das habe ich zwar gestern auch schon gesagt und habe verschissen. Aber
Naja, was soll ich sagen, ne? Ich war so müde heute in der Früh, David. Der Kristall ist toll. Ich mag den total. Ich gucke jetzt mal einfach in den Wald da unten ab und zu, in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein paar Blumen finde. Aber ich befürchte, dass ich im Herbst keine Blumen finden werde. Ja. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Und wenn du der der Abigail einfach einen Amethyst oder so schenkst? Bitte? Pastinaken, Käferfleisch, Straußfarn, Höhlenkarotte, Stein, Kugelfisch, Tulpe. Aber für 600 eine Tulpe kaufen. Sammlervogelscheuche. Sammel sie alle. 4 von 8. Heiratsring-Rezept. Ich habe das mal gekauft. Heiratsring-Rezept. Kupferbarren, Käferfleisch, Schleim. Hier ist ein robuster Ring. Hallo, ich habe jetzt das Rezept gekauft. Warum kann ich jetzt nicht... Ah, hier. Iridiumbarren und prismatische Scherbe. Eine alte Tradition hinzuzu. Damit bittet man um die Hand eines anderen Farmers. Ach du Scheiße. Ja, das ist nur, um untereinander zu halten. Ach du Scheiße. Nee. Gut. Ich hab euch gern, aber das sprengt dann doch die Skala. Denn alles hat seine Grenze. Alles hat seine Grenze. Bei aller Liebe. Ja, die Grenze fängt im Bett an. Boah. Das ist schon schlimm genug, dass der Carlo sich ständig zu mir ins Bett legt. Ah, hier gibt's nichts zu suchen, hier gibt's nichts zu finden. Das ist ärgerlich. Na, ich glaube generell ist der Herbst ein bisschen meh. Ich meine, Brombeeren, klar, natürlich, aber ganz im Ernst, was will man denn damit machen? Obwohl Brombeeren lecker sind, ich mag aber eher die Himbeeren. Ich wollte heute eigentlich noch ein paar Beeren einkaufen. Hab ich vergessen. Wollt man dir diesmal kein Beeren aufbinden? Ja, das war eine sehr bärige Umarmung dort. Dann habe ich mir gedacht, heute keine Beeren für mich. Warum keine Blumen? Warum gibt es keine Herbstblumen? In Harvest Moon gibt es das doch auch. Und die kannst du den Mädels schenken und dann sind sie glücklich und freuen sich. Also nicht alle, aber die meisten. Also 2 von 3. Also die rothaarige Nami. Die scheint irgendwie ganz komische Sachen zu mögen. Willkommen zurück, Justin. Baby. Yay, yeah, du bist 10.000 Schritte gegangen. Das ist super. Mann. Warum ist im Haus von der Robbe niemand? Hör mal vor, ich gehe jetzt hier rein und mach einfach alles leer. Der Sebastian, der super, der ist am PC. Klau ihr Geld. Ah. Geht das? Verweist doch die ganzen. Schade. ich klau die Axt. Eine von Robins Äxten. Sebastian ist den ganzen Tag nur am Porn absuchten. Na ja, super, kein Wunder, dass es dir nichts wird. Ja, wenn du Keller hocken würdest, würdest du auch nichts anderes. Nein. Maru, Mädchen, ja, was für dich? Oh, das ist für mich, ich werde es einfach... Oh, was magst du denn? Die hat... Ich glaube, die weiß, dass ich mich um... Ich glaube, die Maru... Die mag das Zeug eigentlich, die weiß aber auch, dass ich gerade hier den kleinen Womanizer spiele. Mein Vorrat an gewöhnlichen Pilzen geht zur Neige. Wenn mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ist vielleicht gar nicht schlecht.
bringe Clint gewöhnlicher Pilz, weil von den gewöhnlichen Pilzen haben wir ja mehr als genug. Dank Dimitrios. So. Penny hat was bekommen. Die Abigail hat was bekommen. Die Lea muss noch was kriegen. Die Harley. Warte mal, kann ich eigentlich das Event von ihr? Nee, das mache ich am nächsten Tag. Das mache ich am nächsten Tag mit der Harley Marley. Born to be wild. I'm riding to the Harley. Dun, 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 dun. She's sucking my ball. Nein, komm. Lass uns gut sein. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Okay. So, was haben wir denn hier für ein Saatgut? Frühling, Frühling, Frühling. Verbessert die Qualität. Sommer, Sommer. Frühling! Wächst schneller, wenn es in der Nähe eines Gewässers gepflanzt wird. Ernte sie ihn mit einer Sense. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich das hier neben dem Tümpelteich vielleicht setze. Klin, klin, hallo, klin. Also. Na gut. Nein, das war Gas. Ach, das. Gewöhnlicher Pilz. Dann setze ich den doch mal ins Inventar. Dekorativer Fächer, ein Artefakt. Das kann auch verkauft werden. Pfifferling. Morschel. Gewöhnlicher Pilz ist das hier. Wunderbar. Supi. Ihr liegt schon im Bett oder was macht ihr gerade? Nee, ich habe gerade den gewöhnlichen Pilz zu Clint gebracht. Achso, okay. Der hebt ja noch ein paar Humpen im ab. Ah, stimmt. Der ist gerade am Saufen. Ja. Dann mache ich das auch gerade mal. Jetzt müsst ihr auf mich warten. Pech gehabt. Kein Problem. Ihr Lümmel. Vor allem quatsche ich gerade hier Mani an. Oh, ich war heute voll nicht produktiv. Und hebt den Humpen nacheinander. So, Gas. Hast du keinen Job oder so? Alter, es ist 11, du Affe. Hallo, Graf Wallner. Aber du hast meinen Gesuch gesehen, die Anzeige. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier ist was für deine Mühen. Wunderbar. So, die Emily hat die von mir eigentlich schon geschenkt bekommen. Ja, aber die kann noch eins verkraften. Also, ich habe der Emily heute schon was gegeben. So, 12 Uhr, Flint macht zu. Vom alle verlassen. Graf kommt in die Kneipe, alle hauen ab. Jetzt weiß ich, warum ich überall Hausverbot bekomme. Jetzt voll schlecht fürs Geschäft, Alter. Du kannst einen voll runterziehen. Nee, ich hab so Angst, dass meine Grafikkarte morgen nicht kommt. Und ich muss Donnerstag wieder den ganzen Tag arbeiten. Ja. Kommt einmal drauf an, wie die Post ist, aber aktuell hat die sowieso gerade, ich glaube ich, mehr als genug zu tun. Mm. Von daher, das fand ich ja so ein bisschen bei Amazon lustig, als ich mir diese Retro-Konsole hier, diesen Gameboy für Arme bestellt habe. Oh, die Feenrose hat richtig Asche gegeben. 435 Tacken. War auf jeden Fall ziemlich cool. Weil irgendwie direkt nach der Bestellung kam, ja, am Freitag ist es da. Ich da so, Alter, ich habe die Bestellung Dienstagnacht aufgegeben, mein Freund. Da wird am Freitag noch nichts da sein. Am Donnerstag wurde dann die Bestellung erstmal entgegengenommen und bearbeitet. Und da dachte ich mir so, ja, da wird nichts sein. Und dann irgendwie war das halt schon ganz lustig. Und dann kam das dann am Montag, glaube ich, an. Hallo Graf Wallner, ich wollte dich nur an das Sternerfolgfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Neuen Gegenstände? Ist es egal, was man da mitnimmt? Oder müssen das sein? Nö, aber auf alle Fälle Sachen, die Gold sind. Also so die höchsten Sachen, die wir haben am besten. Reicht es auch, wenn wir einfach 4 Goldnuggets mitnehmen? Oder die mit Qualitätssternen? Nee, Qualitätssternen. Achso, ja, toll, das verkaufen wir die ganze Zeit, um Kohle zu kriegen. Ich weiß. Ja, komm, drauf geschissen, dann repräsentieren wir halt unseren Hof nicht so stark. Ich will jetzt erst nochmal ins, Dingsbums, ins Gemeindehaus und ein paar Sachen
Ah, stimmt, wir haben jetzt die Kürbis und Co. Ne? Bitte? Wir haben jetzt Kürbis und Co. alles da. Ja, ich habe alles im Inventar, ich muss da nur hin. Eine broken CD, Alter, was soll ich damit? Okay, wir mal reinziehen. Ich glaube, ich kaufe mir hier von dem Spiel mal den Soundtrack. Das habe ich bei Hellblade Senua's Sacrifice auch direkt gemacht. Spiel und Soundtrack gekauft. Beziehungsweise erst gespielt, Let's Play it, und dann den Soundtrack gekauft. So, sammeln Exoten. Nein, Winter. Konstrukte. Warte mal. Da könnten wir doch bestimmt noch mehr hinhauen. Nutzpflanzen, Herbst. Okay. Bienenhaus. Geil. So, dann will ich mal gucken, was wir hier unten haben. Noch offen. Sammeln Exoten. Wir könnten eigentlich das Konstrukt fertig bauen. Das mache ich auch. Also ich kümmere mich heute mal ein bisschen um das Gemeinschaftshaus. Jo. mal Holz. 99 Steine und 10 mal Hartholz. Das sollte eigentlich machbar sein. Müssen mal gucken, wo wir uns dann später dieses Bienenhäuschen hinstellen. Stell das nach draußen und draußen warte auf leckeren Honig, außer im Winter. Ist eigentlich ganz cool. Weiß nur nicht, wo wir das hinstellen wollen. Ich will ja nicht irgendwie alles Neue in die Nähe von meinem Haus stehen haben. Obwohl die Truhen und die Öfen ja sowieso schon wegkommen. Farm ist ja groß genug. Ich würde sagen, wir könnten das vielleicht hier neben die Höhle stellen. So, dann würde ich auch mal hier in die Höhle gehen. Nein, okay, das passt schon. Mit den Konstrukten wollte ich mich ja mal ein bisschen befassen. So, die Kürbisse. Ah, stimmt, die Abigail mag ja die Kürbisse, deswegen behalte ich die mal im Rucksack. Weißt du was, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann kann... Was? Kann das mitgenommen werden, dann passt das auch. Weil Holz und den ganzen Scheiß haben wir mehr als genug. Okay. So, dann hau ich das schon mal fertig. Warte mal, vielleicht kann ich das hier auch noch gerade mal ein bisschen angucken. Speisekammer, Bündel Handwerker, Bündel Tier. Konstrukte habe ich. Sammeln Herbst. Was haben wir denn da? Gewöhnlicher Pilz, Wildpflaume, Haselnuss und Brombeere. Das kann ich eigentlich auch gerade mitnehmen. Eine Häselnut habe ich sogar gerade dabei. Ja, wir haben alles in der Truhe. Ich bin hier gerade da und mache einfach mal mein Inventar breit, um einfach mal ordentlich was abzusetzen. So, gewöhnlicher Pilz, Haselnuss, Brombeere, ne? Und was noch? Gewöhnlicher Pflaume. So, Wildpflaume. Okay. Was haben wir noch? Konstrukte, Herbst, Winter. Soweit sind wir noch nicht. Aquamarin. Okay, das müssen die Jungs dann entscheiden. Heizraum. Okay, Eisenbahn und den ganzen Kram haben wir noch nicht. Soweit sind wir auch noch nicht. Eine Träne, Feuerquarz haben wir auch noch nicht. Tresor. Was dagegen, wenn ich im Tresor schon mal 2500 Gold spende? Habt ihr was dagegen? Ist jetzt die Frage, was sagt der Kai und was sagt der Carlo dazu? Ist das okay, wenn ich da 2,5k reinschiebe? Okay, Marco, Kai sagt, das ist okay. Was sagt unser Angler?
wenn er noch da ist. So, Bündeltier, nein, Handwerker. Qualität ist eigentlich auch relativ wumpe. Mache ich hier mal weiter. Konstrukte. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Was haben wir denn hier? Kohlebrennofen, super. Sammeln Exoten, sammeln Herbst. Okay, das da. Das da. Oh gut, dann spielst du gerade noch auf Englisch, ne? Alles steht bei mir in Englisch da. Und das außer da die Sachen, komplett. Die du hinzufügst. Super. Also Grafwalder donated Brombeere to a bundle. Mann, ich habe immer noch Herbstsaat, super, das ist doch mal ganz gut. So, jetzt muss ich nur gucken, wo der Tresor ist. Dann kann da nochmal 200.000 rein. Da sind wir schon dran. Was ist hiermit? Bündelkoch, Bündelfutter. Das müsste eigentlich auch langsam hinkriegen. Verzauberer, Erforschung, Färbemittel. Ist eigentlich relativ egal. Okay, dann machen wir das schon mal. Was ich mich gerade fragt, warum haben wir eigentlich noch keine Tiere? Hat sich noch keiner drum gekümmert. Ja. Tränen haben wir noch nicht, ne? Und Feuererz. Gut. Es lief aber ganz gut, kann man nicht meckern. Sind aber noch nicht fertig. Also die Unimos haben noch nicht, dafür, dass wir schon relativ viel gespendet haben, haben wir noch nicht so viel gemacht. Haben wir noch nicht so viel bekommen. Ist aber gut, dass wir den Holzkohleofen bekommen haben. Da können wir nämlich manuell Holzkohle herstellen. Ja. Da müssen wir das nicht immer in dem Schmied-Dingsbums machen. Kriegt man eigentlich ein Geschenk, wenn man den Tresor spendet? Ja. Schokoladentorte. Mächtig. Und saftig. Mit einer leckeren Karamellgrill. Oh, ich weiß, wem ich das schenke. Harley. Oh, es sind sogar drei. Harley, hier ist was für deine Figur. Das macht die, mag die bestimmt nicht. Nee, die Abigail mag ja, wie das Laxi schon sagte, Kürbisse. Von daher. Also, die ist ja draußen immer so ein bisschen unterwegs, die alte Schrapnelle. Oh, olle Spinatwachtel, wo ist sie dann? Oh mein Gott, ich spreche so mies über die Damen. Da bin ich eigentlich gerade der Typ, der den so viel in den Arsch kriecht. Abigail, ich hab was für dich. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft. Du bist echt super, Grafwein. Oh, super, cool. Hat es jetzt ein dickes Herz gegeben? Nein. Warum bin ich bei der Emily beliebter als bei der Abigail? Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Oh, Schokoriegel. Müsli-Riegel aus dem Mülleimer der Mädels. Wer weiß, wo der drin war. Verschlossen. Warum machen die zu? Warum kann ich da nicht einfach rein? Ich bin mit beiden Mädels befreundet. Ich darf nicht beim Duschen, beim Duschen zusehen. Das darf ich. Warum sagt das Spiel nein? Aufwachen, Hundi. Naja, bei dem Klang wird er wahrscheinlich mehr Spaß dran haben. Und so schlimm hört sich der Klang jetzt auch nicht an. So, was wollen wir jetzt morgen eigentlich mitnehmen? Bitte? Was wir jetzt morgen mit zum Event nehmen. Ach so, das ist ja auch noch. Puh, also ich hätte jetzt einen Amethyst, einen Topaz und einen Sea Cucumber.
In Silber. Qualität. Ich muss gucken, was in den Truhen drin ist. Also ich habe da nicht so viel. Das ist so ein bisschen das Problem. Das bedeutet, wir könnten eigentlich nur, müsste eigentlich nur noch mal gucken, was morgen so im Dingsbums drin ist. Was denn? Und was ich morgen so abernte. Und gucken, Ja, das kann man schon, wenn morgen was geht. Also ob ich dann neuen Sachen drin habe, die irgendwie gut drin sind. Es muss ja theoretisch nur einer machen, der die Farm repräsentiert, glaube ich. ja, genau. Also wir können Das zwar alle was sollte besitzen. vielleicht dann ich machen, weil ich derjenige bin, der es zeigt. Weißt du, was ich meine? Ah, das juckt nicht. Wir legen das bloß in so einem Korb. Präsenter, irgend so in der Richtung ist das. Okay. Legen wir das bloß ab. Nee, Es hat drei es geht Schokoporte, ja. das gegeben. Riesiges, ja. Ah, hier ist noch ein Fisch. Eins, zwei, drei. Ja, das ist okay. So, was muss ich denn jetzt in diesem Scheißtopf legen? Holz, ne? Dann kriege ich Kohle raus. Das ist okay. Jo, gut. Müssen wir pennen gehen. Also ich leg mich jetzt ins Bett. Ich habe heute nicht so viel. Obwohl, man kann nicht sagen, dass ich habe zwar heute keine Energie verhauen, aber ich habe heute trotzdem einiges gemacht. Naja, klar. Jetzt warten wir nur noch drauf, dass der Kai sich hinlegt. Hallo, hallo, Kai, was machst du denn da? Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. So. Gab's irgendwas? Ja, der dekorative Fächer. Ich weiß nicht, ob es so schlau war, den zu verkaufen, aber er gab immerhin 300 Tacken. Oh, hör mal etwas, ne? Das stimmt. Das stimmt. Hast du eigentlich das Spiel Journey to a Savage Planet? Bestimmt. Sieht man schon. Im Epic Games Ah, kann man, schläft ja hier sogar schon in meinem Bett hier. Epic Games Launcher. Weil da suche ich wirklich jemanden, der mit mir Bock, der Bock hat, mit mir das zu spielen. Das macht nämlich im Koop richtig Spaß. Wenn ich mal so bedenke, wie der Gronkh und der Turbinator sich da bepisst haben vor Lachen. Aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der das Spiel besitzt. Journey to the Savage Planet. Epic Games. So, schauen wir mal schnell. So, ja, neun Sachen sollte ich mitbringen, hat der Bürgermeister gesagt, diese alle. Wie gesagt, also, alles kann Halunke. ich auch ausgeben, oder? Komm schon. Okay. Ist ja egal, was wir spenden, Hauptsache es hat Sterne, Ja, ne? genau, das kriegen wir eh wieder zurück. Okay. Also, ich habe jetzt vier Sachen mit einem Stern, der Rest ist halt ohne Stern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil dann könnte ich ja mal gucken, was wir noch in unserer Mineralientruhe haben. Golderz, vielleicht noch ein Kupferbarren. Ich weiß nicht, was der Kai noch in seinem Inventar hat. Eine Sache bräuchte ich vielleicht noch. Obwohl, nee, komm, das passt schon. Gibt's hier Wir sind irgendwas? einfach nur in Sachen. Ich meine, dieses Jahr ist klar, dass wir nicht unbedingt den ersten Platz bekommen werden, wahrscheinlich. Ja, das ist Und ja das das ist Problem. Das wäre ja schön, wenn wir das halt irgendwie doch hätten. Nee, klar.
hatten wir jetzt wirklich viele goldene Sterne, golden und... Warum habe ich dem jetzt ein Herz gegeben? Okay, das lief ganz gut. Das bedeutet, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 goldene Sachen. Das ist ganz super. Oh no, ich habe im Epic Games Store das Spiel verpasst. Mach mal. Das haben sie ja nicht verschenkt, ich habe mir das auch gekauft. Nein, ein anderes. Achso, okay. Conan Exiles. Oh, schade. Das haben sie verschenkt, ne? Ja. Ja, ist nicht auch nicht so meins. Ja, Bekannte von mir spielen es. Ja, wenn ich kein Geld ausgeben muss. Ja, komm, ich hab's eigentlich voll. Wir werden nicht den ersten Platz bekommen, aber vielleicht mit den goldenen Fischen können wir viel machen. Ja. Vielleicht kann ich ja zwischendurch noch was sammeln, um das eine oder andere ohne Stern auszutauschen. Ah nee, wir müssen ja auf andere Spieler warten. Tja, dann los geht's, oder? Da der Marco ja nicht in den Chat kommt, kann er auch nichts dazu. Was ist denn das für ein Typ? Der verkauft sich. Sternmarkt gegen. Sternmarken gegen. Mhm. Ah, ich habe noch keine Sternmarken, okay. Ja, genau. Bist du so stark wie ich? Zerschmettere Steine. Nein! Stärkestufe Sportlehrer. Stärkestufe Bulldozer. Gorilla. Ah, geht doch. Ich habe einen Stern dafür bekommen. Und ja. Warum kriege ich keinen Stern? Musst du das auf. Du musst ganz oben, ja, du musst es voll haben. Oh, das ist immer schwierig, das mit dem Controller einzuschätzen. Deswegen spiele ich es nicht mit Controller. Mit Controller. Tatsächlich. Jawohl! So will ich es sehen, hier eine Sternmarke. Kannst du nämlich einfach in die Eier treten und alle fünf nehmen? Hey, wer ist das? Tourist, es war eine lange. Ach so, Touristen. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich probiere einfach mal alles aus. Cola mehr genug. Oh. Gut. Alles klar. keine Ahnung warum, aber Stardew Valley hat sich geschlossen. Einfach so, ist abgestürzt. Ich dachte mir auch gerade so, hör jetzt los. Gerade schon zu meinem Router hochgeschaut über meinem Rechner und dann so, nein, der ist an. Naja. Da war der Kai aber hier richtig schnell. Gern geschehen, gern geschehen. Sorry, mein Fehler. Hätte aber nicht gedacht, dass das Ding abstürzt. Ich weiß nicht, ob das immer so passiert. So, nee, nochmal nicht. Naja. Nee. Ich hoffe, dass der Vorfall jetzt nicht so häufig kommt. Weil. Hoffentlich hat es im letzten. Beim letzten Mal hat es gespeichert, ne? Ja, wir sind schon am Tag, wo wir. Okay, jetzt okay. Dann müsst ihr mir einfach eigentlich nur noch die Sachen neu geben, dass ich die dann reinwerfen kann. Genau. Was hast? Würdest du von mir jetzt alles nehmen? Also Sea Cucumber, Topaz und Amethyst oder? Gib mir erstmal das, was vielleicht einen Stern oder so hat. Also das. Oh. Und dann gucke ich einfach mal.
Naja. Vier Sachen habe ich. Sternlachs, okay. Ansonsten haben wir hier echt nicht so viel. Gucken, was der Kai noch so hat. Okay, super. Na gut, die anderen zwei müssen das verschiedene sein oder reicht es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel viermal Lachs reinstecke? Nee, ich glaube, das müssen schon unterschiedliche sein. Okay. Na gut, dann habe ich sechs Stück, das passt aber. Ich würde sagen, nehmen wir noch ein Goldnugget, ein Erdkristall und ein Tapas. Und dann sind wir eigentlich fertig. So, hoffentlich verkacken wir jetzt nicht nochmal. Nee, hoffentlich nicht. Es wäre nämlich blöd, wenn jetzt daher, dass ich. Das wäre nämlich vielleicht blöd. Wird gerade vorbereitet. Achso, erst um 9. Ah, es ist 9. Was? ich sage nichts dazu. Just don't say anything about this shit. So. Alles klar. Oh, komm schon. Jawohl. So. Ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen. Was jetzt? Ich habe das Sperrgespiel zu oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Warst du schon bei einer Wahrsagerin? Sie hat ihren Stand am Friedhof. Ach du Scheiße. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. Ah, super. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin kein guter Shooter. Dann willst du Journey mit mir spielen? Ja. Ist eine Art Shooter? Nicht ganz, das ist lustig. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Spiel gefällt mir eigentlich in dem Sinne nur, weil es einfach einen richtig coolen Humor hat. Ich bin auf alle Fälle gerade runter. Ah, hast du ja gerade gekauft? Ja. Cool. Das werde ich würde aber wahrscheinlich dann das Let's Play machen, weil im Stream, da habe ich jetzt aktuell einfach genug. Keine Belohnung, gib dein Bestes. Och nee, komm schon. Ja, einmal mache ich noch. Keine Lust. Es dauert mir zu lange, bis ich die 500 Punkte zusammen habe. Ich will eigentlich nur den Fedora haben, also den Hut. Den wir da kriegen kann. Was? 500? Wozu? Hä? Wozu 500 Punkte? In diesem Shop kannst du ja für Punkte verkaufen. Am liebsten wären wir 2000 Punkte für den Stardrop. Aber die kriegen wir definitiv nicht zusammen wahrscheinlich. Du kannst übrigens doch gamblen, ne? Was, gamblen? Ja, du kannst deine ganzen verdienten Sterne kannst du hier bei so einem Typen. So ein 50-50 Drehding. Genauigkeit 70, Punkte 26. Erfolgreiche Schüsse. Ach komm schon. Ach komm, leck mir am Arsch. Ich glaube, das Angeln ist besser für dich. Du, 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 du.
Achso, ich habe ja nur begrenzt Zeit. Och. Na super, wollen wir mal angeln. Ich glaube, das Fest hier beim Angeln, das wäre für Carlo echt was. Einmal gehe ich angeln. Was geht eigentlich? Angeln ist jetzt nicht so schwer. Entschuldigung. Oh, komm schon, eine fucking Grünalge. Perfekt. Komm, das war perfekt. Perfekt. Wenn ich da jetzt keinen Punkt bekomme, dann kack ich aus dem Fenster. Punkt 61. Ich glaube, man kriegt bei 100 Punkten kriegt man einen Punkt. Oh, falscher Knopf gedrückt. Ich Idiot. Na komm schon, den Fisch will ich jetzt noch haben. Na immerhin. Punkte 74. Fische gefangen 5. Oh, 10 Perfektionsbonus. 48 Sternmarken. 48 Sternmarken. Emily! Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Ach, mach dir eine rote Nase. Rote Lippen hast du schon. Machst ein bisschen, na gut. Weiß bist du, hast blaue Haare. Ja, doch, doch. Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Levis wollte wohl dieses Jahr mit einem Discount-Clown Geld sparen. Ach, das sieht nur so aus. Ich bewundere Robins Fertigkeiten im Schreinern. Ich benutze eine Menge ähnlicher Techniken bei meiner Arbeit. Das ist super. Was wolltest du sagen? Ich habe gesagt, denkst du noch an die Sachen reintun? Achso, stimmt, ja. Stimmt, ja. Wo muss denn das rein? Hier, komm mit. Hier oben. Da an dieses leere Feld. Ziemlich viel Fisch. Aber wenn ich gewusst hätte, was das ist, dann hätten wir ein paar viele goldene Sachen einfach sparen können. So, was haben wir hier? Verkaufe Sternmarken für 50. Hallo, ich habe beim Angeln 50 gemacht, du Lappen. Hallo, Penny. Ich habe das Glücksrad jetzt schon 10-mal hintereinander gewonnen und der Mann will mich nicht mehr spielen lassen. Oh, du Ratte. Orange, wie viele Sternmarken möchtest du setzen? Na? Na? Orange? Yeah, ich habe gewonnen. Oh, so viel will ich nicht einsetzen. Dann machen wir mal 17, komm drauf geschissen. No risk, no fun, sagt der Graf Wallner, der Schlingelmann. Komm schon, grün, 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 grün. Ja. Oh, komm schon! Ey, willst du mich ver... Oh, du verfickter Knödeldödel, ey. Oh, du Ratte, du Elendes. Genau deswegen habe ich aufgehört. Oh, du... Also, liebe Leute, merkt, Glücksspiel, ein gutes Spiel. Ey, fick mir doch ins Arschloch, ey. Dreckiger Bastard. Ich hatte mit Glücksspiel einmal richtig Glück. War natürlich doof, dass ich im richtigen Moment aufgehört habe. Nicht doof, sondern richtig. Ich bin nämlich mal, da hatten wir einen Lehrgang, Steinlehrgang im Gallerbau. Und da waren wir in Erfurt. Und da sind wir dann abends einfach mal irgendwann mit zwei Klassenkameraden in die Spielhalle gegangen und haben gesagt, alles klar, gehen wir hin. Entweder versaufen wir 30 Euro in der Kneipe oder wir verzocken 10 Euro in der Spielhalle und saufen uns dort die Hucke zu. Und ja, bin mit 15 Euro habe ich einen Spielautomat geworfen, bin mit 175 raus. War natürlich doof, weil Kneipenbesuch ging auf mich.
Schon logisch, oder? Das war nicht so. Ja, ich fand es halt ein bisschen schade. Weil ich hätte das Geld schon gerne für mich selbst behalten. Aber ist okay. War schon mal ganz cool. Ich mach's noch einmal angespielt, dann habe ich es dreimal gespielt. Ja, angespielt mache ich jetzt auch noch einmal. Ich habe keine Ahnung, was da am besten eigentlich ist, weil Hut habe ich eigentlich. Wie gesagt, eigentlich die Punkte, 2000 Punkte für diesen Star Drop, aber das werden wir dieses Mal nicht zusammenkriegen. Kriegen wir das zusammen? Nee, also die Punkte sind eh für jeden eigen. Achso, okay. Ja. Müsste man eigentlich mal vorher gucken, hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen, was für Preise es gibt, damit ich ein Ziel hätte. Und nicht einfach so viel wie möglich. Ich werde natürlich das Ratespiel machen. Alter, der Fisch ist aber jetzt echt hier hart gerade. Ja, der ging aber richtig gut gerade. Der hat gut Punkte gegeben. Ne, 17, das ist fast gar nichts. So das Gefühl, dass die Punkte, die ich dort mache, dass es die Punkte sind, die ich an Sternpunkten bekomme. Ne, tatsächlich so ungefähr mal die Hälfte. Na, es geht eigentlich. Ich hab alles bekommen. Mal angeln. Das sind knapp 50, 55. Fische gefangen, 6. 20 Perfektionsbonus, 78 Sternmagen. Geilo! Deswegen, also wie gesagt, also beim Angeln macht man eigentlich die meisten Punkte. Und halt wenn man Glück hat, wenn man hier bei dem Drehrad genau, hier. Bei dem Gamble-Game. So. Ich bin einmal kurz noch beim. Immer noch beim danach können wir gerne anfangen. So, was haben wir denn? Getrocknete Sonnenblumen, Fedora, Sammlervogelscheuche. Das ist eigentlich nicht schlecht. Eine mysteriöse Frucht, die diejenigen, die sie essen, stärker werden lässt. Der Geschmack ist wie ein Traum. Eine Mischung stärker, okay. Ja, du bekommst doch diese Starfruit mehr Energie. Vielleicht würde ich die Sammlervogelscheuche, aber ich will nicht so viele Punkte haben. Das wird ja langweilig. So, Carolyn. Pierre nimmt die Bauernhofschau ziemlich ernst. Er hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Ja, ist doch gut. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seht euch einfach meine Anlage an. Hallo Mani! Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Pierre ziemlich schwach. Der übertreibt immer. Arbeitest du an deiner Auslage für die Bauernhofshow, Graf Wallner? Das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse von entspannter Hof anzupreisen. Was ist das? Tourist? Wow, das ist ein großer... Das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Oh ja. Ja, die Kinder sind natürlich hier beim Streichelzug voll dabei. All die Tiere sind so freundlich. Ich liebe es gestreichelt. Und lieben es gestreichelt. So, ich dachte, der Sean sagt zu mir, ich liebe es, wenn ich gestreichelt werde. Und nur, wer weiß. Der Harvey. Und nur ein paar Schritte weiter grillt Goss ein paar Portionen Schweinerippchen hoch. Autsch, eine Henne hat mir meinen kleinen Finger gepickt. Oh. Ah, oh, super. Die Jungs haben Spaß. Sag mal, seid... Ist das die Bestie hier am Qualm? Tatsache. Hey, Graf Wallner, hast du Spaß? Alles klasse, natürlich. Ist heute ein wenig hektisch. Bleib einfach ein wenig hier. Ja, ja, wer weiß, was du da rauchst. So, mit dem habe ich schon gesprochen. Ich will mal den Zauberer sprechen. Der hat bestimmt... Der mag den Wahrsager nicht. Welwig und ich kennen uns schon. Ah, ihr seid Freunde. Seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. Aha. Oh, cool, schön, cool. Ja, von Huni. Was sagt sie mir? Hm, ich sehe dich auf einer Liege. Sieht nach einem Krankenhaus aus. Mani ist da, um dir bei der Genesung Gesellschaft zu leisten. Wie aufmerksam. What? Jetzt sehe ich dich und Emily auf einer Wiese. Ihr scheint glücklich zu sein. Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, um dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles. Ja,
Jetzt denk dran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Alles klar, die Mani hätte da nicht drin vorkommen müssen. Aber immerhin, immerhin die Emily, wahrscheinlich wegen den drei Herzen, die ich bei den Mädels habe. Da wäre die Abigail mir wahrscheinlich viel lieber. Aber wer weiß, was die da sonst noch. Gut, wollen wir weitermachen? Ihr sammelt ja fleißig Punkte und ich bin hier die ganze Zeit am Rumpimmeln. Nun, Graf Wallner, heute ist der große Tag, unser wichtiges Fest im ganzen Jahr, das Sternenvolksfest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Oh, bist du mit dem... Ja, komm, passt schon. Ich will jetzt nicht den ganzen Tag hier am Fest rumeiern. Also privat würde ich das natürlich den ganzen Abend machen und wirklich diese Dinge halt rausholen. Aber für den Stream natürlich können wir jetzt nicht die ganze Zeit hier rumpimmeln. Ich habe das hier noch nicht gemacht. Scheiße. Achso, Sternmarken, 55 geht das Stück. Ne. So, Bauer. Warum hat der Pierre... Warum steht hier nicht Grafs Farm oder so? So, was haben wir dann hier? Das wird interessant. Pierre, wenn du gewinnst, dann komme ich mal vorbei. Jetzt erstmal Ciao Che auf die Schnauze. Deine Auslage wurde bewertet. Gehe zu Bürgermeister Levis zurück. Hallo Graf Wallner, du hast den dritten Platz mit einer Bewertung von 61 Punkten erreicht. Dein Preis sind 200 Sternmarken. Gib sie nicht alle auf einmal aus. Und vergiss nicht, deine Auslage einzusammeln. Cool! Ja, Mann. War nicht schlecht. Ja, definitiv nicht. Oh, muss ich alles einzeln ins Inventar legen? Das ist doch kacke, Mann. Weißt du was? Ich mache jetzt nochmal einmal No Risk, No Fun, Leute. Ich gehe jetzt nochmal zum Glücksrad und setze alles ein, was ich habe. Nein, ich schicke von. Ihr dreckigen Bastarde. So, Orange. Das Doppelte ist. Entweder verkacke ich oder nicht. Orange, 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 orange. Jawohl! Ha! Ihr Pisser. Du bist zu lieb zu uns heute. Natürlich, immer noch, Leute. Ich. Nein, ich dachte auf Grund von nein, ich hab verloren. Oh Mann. Aber ich bin trotzdem der Letzte. Warum bin ich das Letzte? Also nicht. Doch, doch, das. Nee. Mann, ich dachte, ich hab gewonnen, können wir dieses blöde Starfood holen. Immerhin konnte ich meine Punktzahl verdoppeln. Das ist schon mal ganz gut. Ich wollte eigentlich 800 haben, damit ich wenigstens diese Sammlervogelscheuche kaufen kann. Yes. Ich gehe nochmal angeln. Na klar. Dann sollte ich eigentlich genug haben. Das sollte auch reichen. Man sollte ja nicht zu viel erwarten. Nee. Das ist immer nicht sehr praktisch von mir. Oh, ich Idiot. Ich bin heute aber echt viel zu. Nice! Ist ja Bescheidung genügsam. So, 13 Punkte. Oh, der erste hat schon 2000. Gratuliere. Das macht er jetzt die ganze Zeit, oder? Ja, und wieder gewonnen. Na, Oh, Sternfallfrucht. Ist eigentlich ganz gut für unsere Farm. Nee, der Startup, den frisst du. Ach so, okay. Das ist, also, was ich erwartet habe. So, das war jetzt, das war okay, das Ding, aber jetzt auch nicht so tragisch. Was denn? Hauptsache, ich krieg diese Sammlervogelscheuche. Ja. Aber ich brauche mindestens 100 Punkte noch dafür. Also das mit dem Pfeil und Bogen ist am schwersten, finde ich, das Spiel. Will mich der Fisch trollen? Auf alle Fälle, das da doch gehört schon bei mir. Ihr habt auch schon wieder so eine Sternfallfrucht gefunden. Gefunden? Von wegen gefunden. Ja, eigentlich gekauft, aber. Ja.
Boah, den Fisch hätte sie mich noch echt fangen lassen können. Fische gefangen. Den letzten bekommst du noch zugezählt, ne? Achso, okay. Belohnung 54 Sternmarken, das ist okay. So, ich muss es noch einmal machen. Ich brauche ja die 800 Punkte für die Vogelscheuche. Ja. Tut mir leid, das ist jetzt eine fucking Brille. Willst du mich verarschen? Ich komme mir so richtig getrollt vor. Aber cool. So, nach dem Sternfest ist auch Schluss mit Streamen für heute. Ist nämlich doch länger geworden als gedacht. Na, okay. Ich habe ja gesagt, so, der Kai hat ja gesagt, so bis 11 hat er Zeit, mir um 10:30, das ist okay. Also von daher sind wir aber noch gut im Zeitplan. Ich habe ja restlichen Punkt gerade vergambelt. Ich bin bereit zu gehen. Ja, wie gesagt, ich will noch die 800 Punkte für die Sondervogelscheuche halten, weil ich glaube, wenn du alle Vogelscheuchen hast, gibt es da was Besonderes. Schon. Ich weiß nicht, also ich hätte Zeit. Also an mir soll es wirklich nicht liegen. Ich kann gerne noch ein bisschen länger machen, wenn ihr Bock habt. Aber es ist halt die Frage, ob ich den ganzen Tag Stardew Valley spielen will. Okay, was anderes. Also wie gesagt, wir können entweder vielleicht sogar Journey to a Savage Planet würde ich gerne als Let's Play Together nehmen und nicht als Stream-Projekt, aber ich hätte vielleicht nochmal Bock, Sonic zu spielen. Für Rocket League? Habe ich mir auch installiert. Da könnten wir eigentlich auch mal... Ich glaube aber, das interessiert die Troop-Shower nicht so, Rocket League. Nicht mehr tatsächlich. Also es war mal ganz populär, aber so mittlerweile ist es ein bisschen runterkommen. Ja, 134 Punkte, das war viel. So, Fische gefangen, 6. 10 Perfektkeit, perfekt Bonus. 84 Sternenmünzen, super. Das lief gut. So, wunderbar. So, die Sammlervogelscheuche. Das ist mir eigentlich relativ wumpe. So. Wie geht man jetzt hier raus? Einfach wieder zum Ausgang gehen. Okay. Also ja, genau da, wo du drin sitzt. So, jetzt müssen wir gleich danach nochmal die Hände waschen. Das hast du toll gemacht. Hast dir einen schönen Hut gekauft. So, gehen wir schlafen, dass es speichert und dann ist mit Stardew Valley genug und dann kann ihr entscheiden, was wir spielen. Ihr könnt natürlich auch Dark Souls weiterspielen. Dark Souls 1. Spiel wurde gespeichert. Super. Warum habe ich denn so eine hässliche Vogelscheuche? Na, Pokémon Fusions nicht. Ich weiß nicht, das Spiel ist nicht so meins. Ja gut, was er jetzt verkauft, ist eh egal. Wenn ich mache ja die Farm jetzt aus und es wird eh nicht mehr gespeichert.